Was ist denn eigentlich der Verkehr? Industriegebiet brauche ich. Ja, ich habe aber nicht. Ach so, ich kann ja einfach erstmal hier hinten anfangen. Ich kann ja erstmal tatsächlich hier hinten anfangen. Wasser weg? Was soll denn das heißen? Ist Wasser zu teuer oder wie? Nicht genug Wasser. Aber Wasser verfügbar ist? Hm. Das ist historisch, kennst du ja, um das visuelle Gestalt zu wahrnehmen. Diese. Nee. Ich sehe doch keinen. Okay. Da meine Finanzen. Keine Ahnung, was denn? Steuern, Budget, Darlehen. 8 Tag und Nacht? Ha. Steuern kann ich noch nicht einnehmen. Kommt wahrscheinlich noch. Abwasserstau. Was zur Hölle? Die haben auch kein Wasser. Nicht genug Wasser. Hä? Habe ich jetzt die Wasserlinie hier versaut? Kommen die nicht an die Wasserleitung ran wegen den... Das System ist komisch. Die haben nicht genug Wasser. Was sagt denn das mein Wasserding? Aktiv, inaktiv. Keine Ahnung, wie ich das am besten einrichten soll. Oh, die haben ja auch keinen Strom und kein Wasser. Okay, sagen wir mal, ich habe doof gebaut. Gehen wir zurück zusammen. Jetzt habe ich zum ersten Mal gründlich verkackt. Okay. Ja. Wollen wir erstmal grundsätzlich lernen, ne? Das wäre natürlich, ja.
So, dann probieren wir es nochmal. Mittlere Straße haben wir keine. Noch keine Autobahn. Bloß doofe zweispurige Straßen. Okay. Grundsätzlich, was war das denn hier? 45 Grad irgendwo, hä? Naja. Obwohl, machen wir es so, dass wir die nutzen können. Genau. Wo hatten wir schon? Eine Einbahnstraße. Die bauen wir mal von. Haben wir schon. Oh, das hebt's hoch. Okay, das war nicht der Plan. Das bin ich drehen. Das bin ich drehen. Wo war? Rotate. Obwohl, brauche ich eigentlich nicht, wenn ich. Oh. 45 Grad. Vierspurige Straße ist aber immer noch One Way. Machen wir das mal als Start. Weiß ich nicht. Sechsspurige Straße. Stehe ich vor dem. Weitere Option, ja, ja. Okay, machen wir mit der zweispurigen weiter. Mal erstmal. Wenn ich den hier hinsetze, machen wir so. Dann mache ich die zwei weg und lasse. Freistraßenform. Ich will da auf den.
Ist ein bisschen groß. Kann man. Ja. Zwei Spuren. Okay. Das sieht doch schon besser aus. Von 3 auf 2 Spuren ist okay. Der ist 2 Spuren. Dann kommen wir hier auf jeden Fall raus. So. Weiß ich nicht. Okay. Mit dem Verbesserungsfaktor. Genau. Das hat man ja schon, ne? Ich habe gerade eh keine Musik irgendwie. Was soll's? So, jetzt müssten wir Meilenstein steuern, Darlehen. Eine Bevölkerung von 500. Okay. Meinetwegen dann Gebiete. Brauchen wir erstmal Wohngebiet. Und Straße. Möchte ich noch bis dahin gehen? Sieht schief aus, hä? So. Das hier so. Das ist hier passt. Den Grids irgendwie. Fangen wir erstmal da an, ne? Hab ich das nicht? Müsste mich jetzt holen. So. Wirtschaftsfenster. Was jetzt? Einnahmen, Wohngebiet, Einnahmen, Ausgaben, Übersicht. Okay. Wie auch immer. So, jetzt brauche ich dann natürlich hier erstmal Die Größe ist ein bisschen. Kann ich. Kann den Radius nicht ändern. So, dann brauche ich noch ein paar mehr Straßen zum Abtrennen, sonst. Geht das schief? Dann baue ich gering besiedeltes Gewerbegebiet einmal hier hin, dann baue ich da noch ein Wohngebiet hin, Gewerbegebiet. Dann kann hier erstmal obwohl das nicht so gut ist. Können wir Größe von diesen Gebieten ist so. Weiß nicht. So. Okay, Gewerbegebiet, Dingsgebiet. Dann brauche ich natürlich Strom. Hier wäre natürlich. Mal hier, lass mich mal. Hier ist starker Wind und 7,6 Megawatt. Hier oben drauf wäre Wind. Dann lass mich einfach mal
hier an den Stellen, ne? Obwohl, jetzt weiß ich natürlich wieder nicht, ob das mit der... Kann ich ne... Wow, das könnte gerade so noch funktionieren, wenn ich das dann hier rüber setze. Machen wir mal hier. Shoot. Hinten irgendwo. Außerhalb der Stadtgrenze. Oh, das funktioniert. Okay. Also im Fall der Fälle. Aber guck mal erstmal, wie es läuft, ne? Ein lokales Kraftwerk. Grüne Energie, ja, ich. Vielleicht reicht es noch. Und Verbrauch, das wird sich jetzt noch dann ändern. Ach so, Wasser brauchen wir ja auch noch. Ne? Ach, verseuchter Boden. Wie war es mit der Lärmbelästigung? Lärmbelästigung 25. Oh, Strom. Ah, Produktion dann, okay. Dann können wir es eh, wenn es Lärmbelästigung macht, können wir es eigentlich hier über das Windrad stellen. Müssen wir... Gehen wir einfach mal... auf die Straße und die Straße entlang. Theoretisch müsste das in der Reichweite Wasser ran schaffen. In der Reichweite müsste es Wasser ran schaffen. Ne. Theoretisch. Theopraktisch. Okay, damit müsste das ja geregelt sein. Dann brauche ich noch Abwasser. Das kommt natürlich irgendwo hier unten hin. Muss ja. Das sieht eigentlich schon wieder aus. Jetzt müsste ich eigentlich nur hier rüber. Und... Ja. Kann ich das zusammenlegen? Oh. Okay. Einzige wäre jetzt wahrscheinlich, dass er Strom braucht, ne? Strom.
Strom will ich nicht legen. Hier ist eben hohe Windgeschwindigkeit. Dann würde ich einfach mal sagen, notfalls können wir dann hier Strom runterlegen. Jetzt nehmen wir es einfach mal hierher, ne? So, dann müsste das... Das ist jetzt natürlich totale Verschwendung, aber... Ach, warum habe ich die nicht gleich verbunden? So, Käse aber auch. Muss ja. Könnte ich mir eigentlich auch ein ganzes Stück sparen. Kann ich mir erstmal das Stück sparen. So. Dann lassen wir mal die Zeit laufen. Müsst ihr jetzt... Ah, hör mal. Da läuft doch Abwassersystem. Wunderbar. Was habe ich da vorhin nur gemacht? Abwasser kann man hier beim Wasser liegen lassen. Deswegen hat das ja auch zwei... Dinge. Ah. Die haben alle Wasseranschlüsse mittlerweile. Die Frage ist jetzt der Strom. Wie kriege ich den Strom darüber? Ah. Wie lege ich meine Powerlinie? Irgendwo hier und dann. Wo kann ich denn? Kann ich Anarchie einstellen? Ich meine, eigentlich müsste sich das Gebiet fast übertragen. Die da mal... Ja, jetzt haben sie natürlich alle keinen Strom. Dafür müssten hier sich... Kann man Strom auch anders legen? Wasserkraftwerk. Umkreis muss ich im Umkreis eines Gebäudes finden. Das heißt, sobald... Aha, da kommen die ersten Gebäude. Und das heißt, sobald da noch eins ist, hat sich bis dahin geschlossen. Dann müsste ich nur... Warte mal. Dann mache ich hier noch Business, um das zu verbinden. Weil Jans doof hier sagt. Dann hat sich's gleich. Hoffe ich. Aha, jetzt hat sich's verbunden. Müssen hier noch Geschäfte hin. Ist natürlich jetzt gewagt, das so zu bauen. Hier kann man das. Mal ein bisschen schneller hier. Sagen meine Finanzen. Einnahmen. Wird natürlich besser, wenn die dann noch Strom haben irgendwann. Damn, ja, jetzt leben die Leute da, oder?
Und ich glaube, ich brauche die noch nicht mal wirklich. Ich muss jetzt das historisch kennzeichnen. Wunderbar. Schön ist Wasser funktionieren. Nur noch der Strom, ne? Eigentlich habe ich nicht unbedingt Lust. Lass mal gucken, funktioniert das? Ja. Okay, dann machen wir es so. So, jetzt haben sie alle Strom. Jetzt haben sie andere Fragen. Verlassen, verlassen. Ja, wenn im Gebäude ein Problem gibt, dann ist verlassen. Okay, würde man behaupten, das ist am Anfang oft so. Ansonsten. Oh, und ich bin schon zack im grünen Bereich. Okay. Nicht schlecht. Haben wir neue Straßen? Nein. Wir brauchen erst neue, mehr Leute. Wir haben fast einen Meilenstein erreicht. Steuern und Darlehen bei 500. Es sind natürlich noch ein paar verwaiste Häuser da. Was sagt der Strom? Strom müssten wir eigentlich noch genug... Nicht genug Strom. Ja, das ist wahrscheinlich wegen dem anderen. Ja, dann... muss ich entweder eine Leitung legen oder ich baue einfach noch eins. Wie teuer wäre eine Leitung? Weil da unten gibt es definitiv mehr Strom. Ich mache genug Geld. Sollte jetzt... erstmal alle Stromprobleme lösen. Und bis es sich dann hier verbunden hat, kann ich die Leitung nämlich auch entfernen. Und versorgt das sich erstmal von selbst. Schick, 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 ne? Schick. Das ist noch gering besiedeltes Gewerbegebiet. Könnte ich eigentlich noch mal so. Und da wir ja jetzt Kohle machen tatsächlich, eine ganze Menge. Würde ich jetzt sagen. Haben die sich so schön da angesiedelt. Dass man daraus gerade noch mehr machen können. So. Das noch. Scheint ja ganz gut zu laufen, ne? Würde ich sagen, gehen wir gleich noch weiter hier hoch. Noch ist es ja auch geringes Aufkommen. Haben wir hier. Dicht besiedeltes Wohngebiet. Ja, ich habe eine Bevölkerung von 8500. Alles klar. Das war jetzt mein Meilenstein, waren jetzt Zölle, ne? Was ist das hier? Bildung. Bildung. Ja, nochmal ganz gut.
Ich habe natürlich das eine Haus geplättet, aber ich habe Bildung. Und das habe ich da eingebaut, damit ich